Oh, seht mal, was ich hier hab. 5 wunderschöne Belohnungskarten von der Zaubererschule. Luftpost aus dem Wolkenkuckucksheim. Bestimmt ein Glückwunsch für meine besonders guten Taten. Oh, liebe Zauberfee, hiermit teilen wir dir mit, dass die letzten 5 Karten aus Versehen geschickt wurden und sie sich deshalb selbst zerstören. Oh. Du vergisst immer, dass du vorhast, etwas Gutes zu tun, aber das ist dir meistens misslingen. Es war Pech, ich konnte nichts dafür. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte? Rudi, der Jäger, hat sich in Babette, die Tochter des reichen Müllers, verliebt. Die Eisjungfrau, die in ihrem Gletscherpalast lebt, ist sehr eifersüchtig, denn sie liebt Rudi und möchte ihn für sich haben. Sie hat sogar mit Hilfe ihres Sturmpferdes einen Schneesturm geschickt, damit sich Rudi verläuft und erfriert. Sie ist so besessen von dem Gedanken, Rudi für sich zu gewinnen, dass sie ihn lieber töten würde, als ihn einer anderen zu gönnen. Aber seltsamerweise verliert ihr Zauber immer die Kraft, wenn es um Rudi geht. Vielleicht liegt das daran, dass sie Mitleid mit ihm hat. Ihr ehemaliges Kindermädchen Vertigo gibt der Eisjungfrau schließlich einen Rat. Denn einen mutigen jungen Mann wie Rudi kann man nicht mit Gewalt für sich gewinnen. Das muss man geschickter anstellen. Und deshalb verzaubert Vertigo Babette. Und aus der lieben, süßen Babette wird ein hartherziges, eingebildetes junges Ding. So kalt und selbstsüchtig wie die Eisjungfrau. Der arme Rudi, er versteht die Welt nicht mehr. Denn seine geliebte Babette verlangt von ihm, ein Adlerjunges aus dem Horst zu holen. Sieh nicht nach unten, Rudi. Immer nur nach oben. Dieser Dummkopf tut, was sie verlangt. Er ist ein mutiger junger Mann, aber der Mut vergeht ihm bald. Was hast du vor, Vertigo? Na was wohl, Kind? Wozu bin ich die Herrscherin der Höhe? Ich kann ihm den Schwindel schicken und die Adler gehorchen auf meinen Befehl. Sie werden ihn angreifen und er wird hilflos sein. Vögel! Greift ihn an! Lasst mich in Ruhe, ich will eure Jungen doch gar nicht verletzen. Ich denke nicht dran, mich von einem Adler aufhalten zu lassen. Wenn er unbedingt einen Kampf will, soll er ihn haben. Nein! Vertigo! Nein! Aufgegeben, da hatte ich wohl Glück. Jetzt habe ich es bald geschafft, da muss irgendwo das Nest sein. Warum musste ich aufhören? Noch ein Angriff und der Adler hätte ihn besiegt. Manchmal glaube ich, du weißt noch nicht einmal selbst, was du richtig willst. Guten Tag, ihr Küken. Du hast es geschafft, für Babette. Du bist noch lange nicht bereit, mir dein Herz zu schenken. Komm schon, mein Kleines. Keine Angst. Ich bring dich bestimmt wieder zurück. Ich muss dich auf eine andere Art gewinnen, Rudi. Du bist hier in den Bergen genauso zu Hause wie ich. Wir passen zusammen. Der Tag, an dem auch du das begreifen wirst, Rudi, wird kommen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Babette ruft mich. Hallo! Ich bin gleich bei dir! Rudi! Rudi! Babette! Babette, du lachst ja wieder! Rudi! Rudi, wo warst du nur? Ich hatte Angst. Warum hast du mich so lange allein gelassen? Ich hab geholt, was du haben wolltest. Du sagtest doch, du könntest nur dann wieder glücklich sein. Tatsächlich. Du siehst wieder so glücklich aus wie vorher. Hier, Babette, hier ist es.
Das gewünschte Adlerjunge. Aber Rudi, ich kann Adler nicht ausstehen und ich soll dich darum gebeten haben? Das hast du. Du hast verlangt, dass ich den Felsen raufklettere, obwohl du weißt, wie gefährlich es ist. Ich habe mein Leben riskiert. Das weiß ich gar nicht. Kann es sein, dass mir die Höhe nicht gut bekommt? Wie kann ich das nur von dir verlangt haben, Rudi? Ich liebe dich doch so sehr. Babette. Ich bin nur ein armer Jäger, aber ich liebe ihre Tochter Babette sehr und möchte mich gern mit ihr verloben. So, dann will ich euch mal nicht im Wege stehen, aber nur unter einer Bedingung. Ja, hoffentlich kann ich sie auch erfüllen. Ich will, dass du aus mir einen guten Jäger machst. Das mache ich. Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Ich wollte schon immer einen Jäger in der Familie haben. Oh, Papa, dafür habe ich dich jetzt noch viel lieber. Ist denn für mich noch etwas Liebe übrig? Aber natürlich, so viel du willst. Ein solcher Anlass muss gewürdigt werden. Heute Abend wird gefeiert. Was sagst du, Babette? Und wenn wir etwas älter sind, wird geheiratet. Oh ja. Aha, die Herrschaften feiern ihre Verlobung. Den werde ich ein Geschenk schicken, zur Freude. Auf das junge Paar, auf Rudi und Babette. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ja, danke. Das bin ich sogar sehr. Rudi, das ist Josef, mein Cousin. Meine Gratulation. Du hast dir eine hübsche Braut ausgesucht. Das kann man wohl sagen. Die hübscheste Braut der Welt. Einmal rechts herum, einmal links herum und dann lalalala. Los, ihr beiden, seid nicht so faul. Wagt ein Tänzchen. Muss das sein? Ich habe noch nie in meinem Leben getanzt. Dann wird's Zeit. Ich bringe es dir schon bei. Lalalala. Ich nehme an, Sie sind der Cousin. Ja, das bin ich. Würden Sie Babette bitte die Blumen übergeben? Ich möchte das Fest nicht stören. Aber ja, natürlich, mache ich gern. Autsch! Darauf, dass das passiert, habe ich die ganze Zeit gewartet. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Da war eben eine alte Frau hier und hat Blumen für dich abgegeben. Ja? Sieh mal, ein besonders hübscher Blumenkranz. Oh, hübsch. Die Blumen habe ich schon mal... Babette, was hast du? Ist dir nicht gut? Komisch. Ich fühle mich so schwindelig. Die Blumen duften sehr stark. Vielleicht verträgst du das nicht. Gib den Kranz lieber her. Rudi, wenn ich den Blumenkranz tragen will, dann werde ich ihn tragen. Ich meine, er ist doch nur gut mit dir. Sei still. Ich möchte jetzt mit Josef tanzen. Der tritt mir wenigstens nicht auf die Füße. Oh, natürlich nicht. Du bist ein guter Tänzer. Da stimmt doch was nicht. Wie hübsch die beiden tanzen, ein gut aussehendes Paar. Wirklich schön. Sie sieht aus wie eine Prinzessin. Die beiden sollten heiraten. Ja, sie passen wirklich ausgezeichnet zusammen. Hör auf, Babette! Rudi, was soll das? Benimm dich bitte, Rudi, und entschuldige dich sofort. Wofür? Du benimmst dich schlecht. Nur weil ich mit meinem Cousin tanze, ich kann tanzen, mit wem ich will. Darf ich bitten? Du bist gemein. Hast du das gesehen? Er hat sie geschlagen. Wie peinlich. Babette, es tut mir leid, Babette. Ich will dich nie mehr sehen, Rudi. Mach, dass du wegkommst. Verschwinde. Also gut. Wenn du unbedingt diesen Josef haben willst, nimm ihn dir. Eine großartige Idee, Rudi. Geh und tanz mit deinen dummen Adlern. Wie du willst. Leb wohl, Babette. Nein. Was ist nur passiert? So hat sich meine Tochter noch nie benommen. Babette! Babette, was hast du denn? Bist du krank? Oh. Die seltsamen Blumen. Das sind Hexenblumen. Man hat sie verzaubert. Vorhin kam eine alte Frau, die sie mir gegeben hat. Findet sie! Durchsucht die ganze Gegend! Sie hält sich vielleicht sogar im Haus versteckt. Ausgezeichnet. Es verläuft nach Plan. Thank you.
Wie kann sie nur in dem einen Augenblick so lieb und süß sein und in dem nächsten so grausam? Ich werde nie mehr runter ins Dorf gehen. Ich bleibe für immer hier oben in den Bergen.